Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Giant Sisters to Streams. Wie schon im letzten Part gesagt, sind wir jetzt beim letzten Kapitel. Und das ist Kapitel 3, Level 1. Und so heißt Flauschwolkenberg. Sieht aber nicht sehr flauschig aus. Wie soll aussehen? Wir starten einfach mal. Oh. Wie warm ist es bei euch gerade? Bei mir so, boah, im Zimmer 30 Grad. Okay. Oh. Ist ja geil. Kann ich ja noch gar nicht. Ja, auf jeden Fall ist das scheiße zu fliegen. Und wie scheiße das ist. Und ich hatte die Platze geht doch kaputt. Oh Mann, gibt's da pinke Bläschen? Sind wir voll beschissen. Oh, waren da. Wolfchen. Ey, ihr Wolfchen sind böse. Okay, wir gehen offenbar weiter. Okay, ungefähr die Tiere nicht. Manche blau oder rot. Das war voll beschissen. Na! Bam, 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 bam. Ja, ich fliege bis zum Ende des Levels mit dem Ding rum. Keiner tötet mich. Fick dich. Ich hab gerade mal erst eine halbe Stunde Part vorbei. Wegen der verfickten Bosskampf. Und jetzt ringt mich fast Angry Birds. Oder diese verfickten blöden Vögel hier. Teil auf gerade. Boah, du verfickst. Ich krieg die Katze, Mann. Ich krieg die Katze. Mann! Meh. Puss ihn auf. Tut mir leid, das liegt an der Hitze. Dankeschön. Ich muss noch dieses wieder oben loswerden. Alter, verfickter Lickmann! Gott, ey. Ich tritt dir gleich so dermaßen deine verfickten Eier. Da musst du jahrelang, monatelang durch den Rohr pissen. Mann, Checkpoint! Kennt ihr das? Nein? Genauso wie unser Mager, ehrlich mal. Gott, ich gebe mir total auf Piss. Ja.
Danke schon für einen verfickten Checkpoint. Nein. Alter, wo fliegst du denn? Wer? Oh, nein. Nein, ich bin in der Galerie. Ja, ich guck die Galerie, guck mal das Ende des Spiels an. Ich hab die mir schon angeguckt und das sieht... Naja. Werdet ihr dann schon sehen. Mann, du verblödeter Leck, du hörst dir gerade so auf, du verfickter Huhnsohn. Mich auch, du scheiß Angry Bird Fish. Mann, Abgang. Kannst du denn die? Ach ja. Wenn wir schon bei dem Thema Aufregen sind. Was regt euch am meisten auf? Also, damit ihr mehr über mich wisst, mich regt auf, wenn ich angelogen werde. Weil ich jetzt sowieso früher oder später die Wahrheit rauskriege. Bei mir ist es komischerweise immer früh. Ich hab keine Ahnung warum. Manchmal merke ich auch, wenn einer mich anlügt. Ich weiß nicht warum. Nein. Also, ich hasse es, wenn mich einer anlügt. Ich hasse es. Ja, wenn einer mit mir telefonieren will. Ah ja, dann fragt er ja vorher, ob ich teilen will. Also bei Skype. Dann sage ich okay. Was kommt da raus? 5 weiter pro Stunde. Das regt mich so dabei auf. Warum will er denn überhaupt teilen, wenn der nichts zu sagen hat? Ich frag was. Entweder kommt keine Antwort oder keine Ahnung. Ich frag, warum er nicht redet. Es kommt keine Ahnung und ich muss mich konzentrieren. Ehrlich, ey. Davon kriege ich. Boah! Die Katze! Echt mal, ich krieg die Katze von so was. Was trägt mich noch so auf? Das da. Muss mir überlegen. Ja, ganz normal halt, wenn man genervt wird von Geschwistern, Eltern oder sonst was. Mich regt's auf, wenn ich krank bin. Mich regt's auf, wenn... Ja. Wir planen.
Mich schreckt vieles auf, aber es gibt gewisse Sachen, da kann man mich nicht so schnell reizen, also nerven. Und es gibt Sachen, da kann man mich auf 180 bringen, ganz schnell. Zum Beispiel jetzt mit dem Lügen, das bringt mich auf 180. Ja, jeder lügt mal, aber boah. Ich kenne einen, der ist voll der Dauerlügner. Der hat von dem krieg ich die Katze, weil ich an den denke. Ich krieg die Katze. Er lügt mich an, obwohl ich längst die Wahrheit kenne. Das geht ja mal gar nicht. Die Person hat auch einen YouTube-Kanal. Hatet ihn. Nein. Doch, tu's. Tu das. Tut, was immer euch lieb ist. Lieblingsserie. Also ich gucke gerne South Park. Ich gucke gern. Oh, ich sehe schon das Ende. Nur ein Stern. Fuck off. Ist wahrscheinlich okay, es ist schon besser. So, dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 Level vor uns. Und ja, man sieht sich da mal nächstes Mal wieder und haut rein, Leute. Ciao.